das schlechte Wetter spiegelt die aktuelle Situation rund um den Verein wider. Der KFC Uerdingen ist bereits seit 5 Spielen sieglos und musste zuletzt eine 0:6 Schlappe in Bielefeld hinnehmen. Trainer Jörg Jung sieht mehrere Gründe für die Situation. Ich denke, die Ursache, da gibt es nicht nur eine Ursache, da gab es viele. Im Spiel selber haben wir sicherlich viele individuelle Fehler am Samstag gemacht, die letztlich zu den Toren geführt haben. Ja, im Grunde kommt da eine gelb-rote Karte dazu, die überflüssig war. Und dann ist die Mannschaft eigentlich am Ende dann ab der 70. Minute in sich zusammengebrochen. Und das hat in der ganzen Summe dann dazu geführt, dass so ein Ergebnis zustande gekommen ist, was man natürlich überhaupt nicht akzeptieren kann. Und wir haben versucht, im Laufe dieser Tage, die jetzt seit dem Samstagspiel waren, so ein bisschen Ursachenforschung zu betreiben. Und ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Sie haben jetzt Ihren eigenen Co-Trainer mitgebracht. Was versprechen Sie sich davon? Den kennen Sie ja schon gut. Ja, also was verspricht man sich von einem eigenen Co-Trainer eigentlich? Dass der einem zuarbeitet und genau die Dinge umsetzt, die man selbst erwartet. Ne? Das hat immer den Hintergrund, warum man jemanden dann mit ins Team nimmt, der das Vertrauen eines Menschen genießt und wo man eigentlich blind auch weiß, dass der genauso tickt, sage ich mal, wie man selber dann auch viele Dinge sieht. Ne? Für das Debakel bei Arminia Bielefeld findet auch Kapitän Ersan Tekkan keine Entschuldigung. Dafür gibt es keine Gründe, dafür gibt es auch keine Entschuldigung. Wir müssen halt das, was wir uns vornehmen, auf dem Platz umsetzen. Das haben wir speziell in den letzten 20 Minuten gegen Bielefeld gar nicht gemacht. Und sowas ist eine Arbeitsverweigerung und das geht gar nicht. Deswegen können wir uns nur bei den Fans entschuldigen, die mitgereist sind, beim Trainer entschuldigen, den wir enttäuscht haben, und genauso dem Präsidenten, den wir enttäuscht haben. Zuletzt waren es ja oft individuelle Fehler, die dann am Schluss zu Gegentoren geführt haben. Wie lässt sich sowas abstellen? Also wir müssen konzentriert in das Spiel reingehen, auch die Konzentration im Spiel halten. Und dann stellt man auch diese Fehler ab. Zuletzt haben wir fast halbe Eigentore gemacht, die müssen wir vermeiden. Dann kann man halt mal, wenn es auch mal länger 0-0 steht oder unentschieden steht, durch eine Standardsituation etc., wenn es mal halt nicht nach vorne läuft, halt ein 1-0 machen und dann 3 Punkte holen. Du warst ja lange verletzt in dieser Saison. Bei wie viel Prozent stehst du selber jetzt wieder? Also ich war lange verletzt, habe keine Vorbereitung mehr danach gemacht. Prozentual das anzugeben wäre jetzt falsch. Nur, dass ich nicht bei topfit bin, denke ich mal, das kann man sehen. Nur trotzdem müsste ich der Mannschaft helfen können. Wie lautet dein bisheriges Fazit der Saison? Was war bisher gut, was ist gut gelaufen und was ist bisher noch nicht so gut gelaufen? Also wir müssen uns immer wieder an das Spiel oder bis zum Spiel Bergisch Gladbach erinnern, weil bis dahin ist alles gut gelaufen, haben wir auch einen guten Fußball gespielt. Nur seit Bergisch Gladbach-Spiel haben wir so einen Schlendrian drin. Manche Spiele haben wir halt umbiegen können, aber manche wiederum nicht. So wie wir nach Bergisch Gladbach-Spiel bei manchen Spielen halt Glück hatten, haben wir jetzt zurzeit so eine Seuche. Kommt die Winterpause jetzt für euch genau zur richtigen Zeit und was habt ihr euch dann fürs nächste Jahr vorgenommen? Auf jeden Fall kommt die zu richtigen Zeitpunkt. Wir können uns halt mal wieder Gedanken machen, was wir so in den letzten Tagen gespielt haben, sodass viele auch vom Geistigen her frei werden, hoffe ich, unter anderem ich. Und ich denke mal, das wird uns gut tun, halt eine Pause einzulegen, damit wir halt frisch aus der Winterpause wieder angreifen können.